Wir tauchen ein in die Weißsee-Gletscherwelt, haben ein Date mit den Mekmeks und lauschen grandioser Musik bei den Tonspuren am Asitz. Das und noch viel mehr erwartet Sie im Salzburg Magazin und damit herzlich willkommen. Sommerzeit ist auch Festspielzeit. Jedoch nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern auch auf der Burg Golling. Hier finden seit vielen Jahren jeden Sommer die kleinen Festspiele statt. Diese verbinden gekonnt Kunst mit Kulinarik. Das Motto in diesem Jahr: Leckerbissen. Auf der Bühne vergangenen Dienstag Fritz Ecker mit seinem Programm Eckerbissen. Die kleinen Festspiele auf der Burg Golling sind bereits Fixpunkt im kulturellen Leben des Landes. Hier verbindet sich Kunst mit Kulinarik. Und das spiegelt sich auch im heurigen Thema der kleinen Festspiele wider. Unser Intendant hat für dieses Jahr das Thema Leckerbissen ausgegeben für die Festspiele. Und hier wird etwas speziell auch von den Künstlern die Kombination Kunst und Kulinarik, wie wir hier in Golling leben, hinübergebracht. Und jeder der Künstler hat sich vorgenommen, auch etwas über Kulinarik in sein Programm zu bringen. Und Fritzi Ecker wird es sicherlich auch perfekt machen. Naja, das ist natürlich neulegend, die Eckerbissen. Ich halte mich sehr gerne in kulinarischen Städten auf, sprich Gaststätten, Restaurants, Kaffeehäuser und so weiter, und wollte immer schon mal das aufschreiben, was ich dort erlebt habe. Und heute gibt es quasi eine Premiere. Heute wird das erste Mal einem Publikum präsentiert. Ja, genau, hat Schwiegermutter gesagt, damit du zu der Chantal sitzen kannst, aber sicher nicht. Hab ich gesagt, wieso nicht? So schief ist die Erbe nicht. Fritz Ecker ist ein gern gesehener Gast bei den kleinen Festspielen und er ist ein Garant für ausverkaufte Vorstellungen. Ja, das dritte Mal ist es jetzt. Ich hoffe nicht, dass man sagt, alle guten Dinge sind drei und das war's jetzt. Ich komme wahnsinnig gerne auch nächstes Jahr wieder. Es ist einfach eine unglaublich familiäre Atmosphäre. Also die Familie Döllerer empfängt einen wie ein Familienmitglied. Naja, nach 3 Uhr ist man ja schon fast eins. Kleine Unterschiede zwischen den großen Festspielen in Salzburg und den kleinen in Golling gibt es aber dennoch. Ich muss sagen, es gibt schon einen Unterschied, wenn ich jetzt den Domplatz und den Burghof in Golling vergleiche. Am Domplatz gibt es keine Klimaanlage. Da gibt es offenbar eine Klimaanlage. Es ist eine herrliche Temperatur. Ohne Unterstützer und Sponsoren wären derartige Leckerbissen bei den kleinen Festspielen jedoch nicht möglich. Ja, ist genau richtig. Wir unterstützen die Golinger Festspiele schon einige Jahre. Und es ist ganz nett, wir laden jedes Jahr immer andere Kunden ein und Freunde des Autohauses und verbringen mit ihnen gemeinsam einen schönen Abend. Freilich musst du trotzdem ausziehen. Zu mir hat auch gesagt, der Doktor, letztes Mal, die Unterhosen kann ich anlassen. Nur so schnell oder gar nicht schauen können, wo ich sagen kann. Nein, das muss man ausnutzen, Herr. Für uns ist es immer wunderschön, dass wir auch unseren treuen Kunden wieder etwas zurückgeben können und uns die Familie Döllerer einfach so unglaublich dabei unterstützt und wir wirklich mit den Gästen einen wunderschönen gemeinsamen Abend verbringen können. Ist wahrscheinlich schon tot. Ja, aber ich denke mal, es ist fürs Bier am Stand, ist oft eh besser, wenn es nicht mehr gespielt wird, wer es trinkt. Lang kann es übrigens eh nicht tot sein, es ist nur warm. Es gibt noch ein Highlight nach dem anderen bei uns hier in Golling. Wir freuen uns noch zum Beispiel auf Heinz Maritschek, wir freuen uns auf den regierenden Jedermann Cornelius Obania. Es kommt noch Michael Heldtau mit seinen Theatermusikern. Es wird auch Wolfram Berger bei uns sein. Dann kommt auch Konstanze Breitebner und ganz schöne, tolle Ensembles von den Wiener Philharmonikern, die hier noch das eine oder andere Gastspiel geben. Bleibt zu hoffen, dass die kleinen Festspiele auch weiterhin bei trockenem Wetter stattfinden können. Selbstverständlich. Innen darf es ein bisschen nass sein. Und für Kurzentschlossene, die kleinen Festspiele laufen in diesem Jahr noch bis zum 23. August.